Willkommen zurück bei einer neuen Folge Lords of the Fallen. Was haben wir letztes Mal gemacht? Ein Infiltrator haben wir gemacht. Und wir sehen links oben Finde Antanas und Castro in der Zitadelle des Klosters. Dazu, sieht man das an den Startdruck, müssen wir Folgendes machen: Durchquere die Katakomben und suche in der Zitadelle nach Antanas. Ja, die Katakomben. Sehr verwirrendes Gebiet für mich. Die haben wir da zum ersten Mal bei dem Spiel im Internet Suche helfen müssen. Denn da unten soll ein angeblicher Spinnenboss sein. Den habe ich bis heute noch nicht gefunden. Jetzt schauen wir mal, was wir da heute draus machen. Ob wir den finden oder nicht. Ich bin ja gespannt. Und wir werden ein paar harte Kämpfe vor uns haben, das werde ich eigentlich gleich schon sagen. Aber die sind durchaus zu schaffen, natürlich. Ja, ich freue mich, heute ist der Dienstag, 18.11. Heute würde normalerweise Far Cry rauskommen, aber der Release-Termin ist anscheinend vorverlegt worden auf den Montag. Darum hat es gestern keine Let's Plays von mir gegeben. Oder ein Let's Play. Ich habe gestern 5 Stunden Far Cry 4 gezockt. Und es ist einfach mega geil. Wer auch versuchen, so schnell wie möglich da ein Video abzuladen. Aber ich habe mir das ein bisschen leichter vorgestellt mit 3 Projekten nebeneinander. Aber das ist es nicht. Dafür ist es zu spät. Hier ist wohl kein schlechter Platz zum Sterben. Was war hier los? Wir sind durch die Katakomben entkommen. Es gibt einen uralten Weg, der in den Keller der Zitadelle führt. Ich habe es nicht geschafft. Die anderen sind in die offene Wegpforte gesprungen. Ihr wart auf der anderen Seite? Warum? Ich habe den Ansturm der Roga aufgehalten. Es gibt also noch Hoffnung. Das müsst ihr Antanas melden. Vielleicht hört er dann auf mit diesen... Was? Geht durch... Katakomben. Antanas... werdet sehen. Ja, mit dem ist vorbei. Menschliche Tätowierung hinterlasst er uns. Die werden wir wahrscheinlich abschrubben haben müssen von ihm. So, wir kennen das Gebiet. Und wir wissen auch, dass da Gegner sind. Vielleicht locken wir uns den das mal da aus. Das war ja ganz schön. Jetzt hat er uns wieder abgewählt. Natürlich. Denn wenn wir da reinlaufen gleich, dann haben wir die kleinen 2 Biester wieder hängen. Da gehen wir jetzt gleich auf Rammen. Ja. Schalten da um. Da haben wir wieder verdrückt. Na, kommen Sie. Wir haben ein schnelles Schwert rein. Und da haben wir schon so ein kleines Viech an Hängen. Ah, ich hasse sie. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen Energie kriegen wieder. Ja, schaut, dass der gestorben ist. Jetzt hat er ein bisschen Action da. Die blockieren sich gegenseitig, das passt mir gut. Aber mit dem Schwert, zack, zack, haben wir die weg. Schlag eine auf den jetzt, jawohl. Dein Heiltrank. Wir erinnern uns, wir haben ja eine Glücksrune eingesetzt. Ich weiß es zwar echt nicht mehr wo, aber wir haben sie eingesetzt und das erhöht die Chance auf was Wertvolles von einem Gegner. Ja, der ist eingefahren. Ich will den da hinten noch nicht bullen.
denn wir kennen diese Art von Gegner. Und zwar war das der erste Hüter, was wir gleich vom Spiel zurückgeworfen gekriegt haben, nach, keine Ahnung, 10 Minuten Spielzeit oder so. Er hat den Move jetzt gleich nochmal gemacht, also der will es wirklich wissen. Aber man sieht schon, die Bewegungsgeschwindigkeit von uns, die ist schon nicht schlecht. Also man kann ja sehr gut ausweichen. Jawohl, da fliegt die erste Rüstung. Ja, deine Moves, mein Lieber, kann ich mal schauen. Ei, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt wird es Zeit für die Heilung. Ja, man sieht schon, man darf es nicht zu locker sehen. Nach wie vor ist das ein starker Gegner. Und da fliegt die nächste Rüstung. Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung. 1, 2, 3. Nochmal an. Ja, jetzt ist schon wieder gut. Ich hab damals gemerkt, das läuft. Ja, guckst du blöde aus die Wäsche. Und jetzt fangen wir tanzen an. Ah, ich bin so ein schöner Balletttänzer. Guck mich an mit meinem Schwert. Ah. So, geh jetzt da. Weg ist er. 816 kriegen wir gleich von dem. Ich darf gerne das Schwert nehmen. Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob wir das nicht schon haben. Aber das wäre uns eh viel zu schwer. Kann man uns den da oben noch schnell mitnehmen? Das waren geschenkte Erfahrungspunkte. Ich gucke. Na. Und es hat reicht, wunderbar. Waren zwar nicht viel, aber wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und da, meine Lieben, geht es zu den Katakomben. Da geht der ganze Schlamassel los. Ist für mich total verwirrendes Gebiet. Man kennt sich zwar, ich glaube, ich bin da mal in einem Livestream 3 oder 4 Stunden umgelaufen, weil ich den Eingang einfach nicht gefunden habe. Deswegen haben wir nachher Internethilfe geholt. Aber. Ja, schauen wir mal, was es wird. Charakterentwicklung. 1400 haben wir. Dann machen wir uns mal einen Zauberpunkt. Der Rest geht natürlich auf die Attributspunkte. Da wollte ich schon wieder nicht hin. Da wollen wir mal schauen, ob wir da noch was... Na, da müssen wir unbedingt, glaube ich, auf 15 bringen. Speichern wir mal die ganze Soße. Da geht nichts. Eine Runenkiste. Beinhaltet meistens was Wertvolles. Und da stürmt er schon, das ist der Moti. Der Moti ist es, ja. Ja, das halten wir davon. Jetzt ist er wieder da rein. Kim! Nee, nee, das war nix. Ich mag es so gern in solche Gebiete, dass man so viel Platz hat. Jetzt hast du zu lang geguckt. Ja, das Speicherportal, jetzt kommt der Speicherpunkt, verfallt natürlich, sobald Gegner in die Nähe kommen. Also trotzdem schnell Schwert. Schafft das doch immer wieder. Na, na, na.
Ja, er rennt sogar um die Ecken. Ist das geil? Hatte mir jetzt nicht gedacht. Ich meine, dann haben wir jetzt Vollgas verschwendet. Okay, der war schon besser. Den hat er zum Beispiel nicht mehr geschafft zum Blocken. Ah, ihr seid schon haut, die Gatzen. Jetzt Kim. Aber gleich beim zweiten Schlag hat er schon wieder sein Schild um. Ich stehe ohne Deckung da und er macht nichts. Es war so klar in dem Moment, wo ich angreifen will. So, jetzt ist er aber fertig mit dir. So. 650. Und es geht weiter. Wieder. Eine Türe mit einer Rune. Setzen wir natürlich ein. Und eine Kistelle haben wir da. Nehme. Meine Axt, große Axt, schauen wir uns natürlich kurz an. Na, die Schaßklefe gefällt mir immer noch. Meine Axt hat die geheißen. Oh, die ist ja ganz weit unten. Okay. So viel dazu. Sonst noch was? Irgendwas? Na, das war's. Schon wieder so ein Bracker da. Geht's noch Treppen rauf. Ja, wir müssen ihn machen, aber ich will nicht raus, weil ich weiß nämlich, da oben, ah, da hat man schon gesehen, da steht da der Gute, und da steht auch noch einer, das ist eine Arena des Todes, wenn wir da einfach so einrennen. So, jetzt haben wir den gleichen nochmal, mit vollem Leben. Zwei Treffer waren das, sehr fein. Nein, nicht ausgehen. Nochmal zwei Treffer. Und er hat uns bis jetzt noch ein paar Leben abgezogen. Ja, halt die Pappen, Loki, das bringt nichts. Und gleich schon, wie es passiert. Jetzt war er von uns. Jetzt geht er da rein. 74 wieder, sehr gut. Na. Boah, schleudert uns sogar weg. Was ist denn mit dir? Außerdem weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo wir sein. Sind wir da, hat uns in einen Nebengang gelockt. Den werden wir gleich ab. Jetzt geh halt weg da von der Ecken. Sobald ich Angriff druckt, macht der seinen Angriff. Wo rennt ihr denn jetzt hin? Hallo? Was tust du denn? Da bin ich. Alter, der Moti ist der Übermoti, ist er. So. Den Übermotti haben wir geschafft. Jetzt schauen wir echt noch, was da ist. Eine Tour. Wer bist du? Ah, so einer. Ja, der Sprungangriff ist schon geil. Ah, das ist ein Portale. Da ist aber noch was gelegen. Was? Ein Schlagschädel, den will ich da Kuckuck oder wie er heißt. Was gibt es hier noch? Alte Grabkammern. Ja, okay. Ich hätte es wissen sollen, dass das die Viecher sein.
Die was immun sein. Ah, das sind ja zwei. Die haben schon wahrgenommen da. Anscheinend nicht. Dann machen wir mal einen. Machen wir Lebenstrank. Ist mir lieber. Na, was ist jetzt? Kimmst? Da kommt noch einer. Oh. Das ist vollgestopft. Aber der ist nicht so stark, der da. Na, welchen an? So, weg ist er. Energiebild sammeln. Und voll. Gott sei Dank geht es so schnell. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir nicht umgekommen um die Ecken. Also zu zweit sind sie schon lästig. Allein, glaube ich, geht es eher besser. So. Ich höre da noch was. Ist der wiederbelebt da hinten? Na. Aber ich höre noch was. So, aber wie man schon sieht, sehr verwinkelt alles und da geht's wieder oben und irgendwie schaut alles gleich aus. Jetzt schauen wir nochmal da rein. Eine Kiste. Passt. Ja, das war natürlich der richtige Knopf. Und kommen. Griffdolch. Bin am Überlegen. Das war relativ schnelle Waffen. Fäulnis, wir merken uns Fäulnis. Jetzt bin ich. Das waren nur auch zwei Dolche da unten. Tödliches Geheimnis, das schaut aber geil aus. Naja. Dolch. Mal schauen, wie wir uns mit zwei Hand anstellen. Leck mir am Arsch. Der Hund geht nicht ab. So, von da sind wir gekommen. Da hinten ist nichts mehr, oder? Nein. Dann. Der sprintet ja jetzt richtig. Was haben wir denn Gewicht? Jetzt 18,10 von 2,50. Okay, da wo Blocken ist. Ist anscheinend der Schlag mit links und damit rechts. Okay. Ah, okay, ich kann mir aus, wo wir sein. Das ist gar nicht so schlecht. Oha, Spezial. Ah, jetzt haben wir wieder so ein Feuerding. Ja, okay. War eine sehr gute Entscheidung mit den Dolche. Vor allem, weil ich ja der Blockspieler bin. Naja. Ja, wir starten da wieder. So. Jetzt durften eigentlich keine Gegner. Ich muss gleich Waffen wechseln, weil das ist ja überhaupt nicht meins. Waffe, gehen wir wieder auf Fäulnis. Da haben wir sie. Nein, den nehmen wir, ja. Und schalten wir gleich um. Na, jetzt sind die schon wieder da. Ich bin ja gleich gestorben, hallo. Ja, jetzt schauen wir aber. Ey, da wollte ich überhaupt nicht hin. Ah, jetzt läuft's wieder.
Schauen wir aber, ob wir da irgendwie vorbeirushen können. Bei den ganzen Herren. Nein, die mag ich jetzt gar nicht machen. Oder kommen sie da herunter? Warten wir mal, schauen wir. Sonst sind da unten einfach zu viele. Weil wir nämlich da einen Fernkämpfer mit Feuerschaden auch noch haben. Ne, ultra Kurzzeitgedächtnis. Zack, somit hat er uns bemerkt. Wir sehen da vorne den Nebel, das ist unsere Erfahrung im Wert von 2101. Jo, den visieren wir an. Die sind so verdammt langsam. Ja, nix schreien, zu mir kommen. Ich bin an. Was auch nicht sehr intelligent ist, weil es den ja dann immer weiter weghaut von uns. So, jetzt machen wir gleich den da. Ja, das war schon eine bessere Runde. Menschliche Schädel haben wir wieder gekriegt. Da liegt noch was. Nehmen. Wieder menschlicher Schädel. Oh, die Erfahrung darf man nicht vergessen. Die darf man nicht vergessen. Wieder erlangt. Sehr gut. Königliches Grab, sind wir da. Okay, wir merken uns das. Und gehen jetzt einmal da auch hin. Okay. Da steht einer. Blocken nicht vergessen. Aber jetzt ist er weg. Und zack, den haben wir gleich gemacht. Einen Heiltrank zur Vorsicht. Kommen Sie? Na. Wasch, was? Ja, anvisieren wir schon auch, Kollege, sonst geht das nicht. Und er ist weg. Ist er wirklich weg? Ja. Ich habe mir schon gedacht, weil keine Erfahrung angezeigt worden ist. Und wir sind bei der Runentruhe. Man sieht da einen Speicherpunkt. Okay, ich habe es leider mal gehört, der ist aber dann verschwunden. Antarnas ist mächtiger als alles, was ich je gesehen habe. Er ist entschlossen, diese Welt vom Bösen zu befreien. Er hat es geschafft, Dämonen aus den Körpern der Besessenen zu treiben. Könnte dies. Bisschen Blabla unterbrochen und wir kriegen kaltes Blut, Brustpanzer, Beinrüstung leicht. Ja, ich schaue jetzt trotzdem nach, weil wir haben ja letztes Mal sogar eine mittlere Rüstung, die was wir immer noch anhaben kriegen und die war sogar besser. Und Beinschutz leicht haben wir gekriegt, aber die sind um nichts besser als das, was wir haben. Und man sieht wieder eine Abkürzlichkeit. Wir spannen uns also den ganzen Weg da oben mit dem Mutti da, dann hinten rechts, rechts, unten und bla 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 auf wie Fernschütze. Gleich scheiße reden so. Jetzt ist er gespeichert und die Folge wendet. Schauen wir noch Charakterentwicklung. Da haben wir nochmal, ja, Attributspunkt, sehr gut. Ah, bin am Schwanken. Was machen wir denn? Wir gehen jetzt mal noch nicht auf Glaube, obwohl es sicher nicht schlecht war mit mehr Magie. Schauen wir mal, was sich überhaupt tun tat. 3 Schaden plus. Bei der Vitalität, da geht es anscheinend immer 13 Aue. 6 Magie darf man bei Glaube kriegen.
bei Ausdauer, Energie und maximale Ausrüstung den ich plus 2. Ich mag jetzt einmal Stärke auf 20 bringen. Das sieht gut aus. Und wir speichern. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Alter! Sie ist jetzt schon wieder.